stehen wir? Wenn Menschen versuchen, alle Übel dieser Welt sich zu klären, während sie diese Welt als Schöpfung des größten Schöpfers, der den Plan, das Wollen und die Macht hatte und hat, betrachten, dann misslingt es ihnen zu verstehen, was ist dem Schöpfer aus der Vernunft, den Händen, Absichten, aus dem Plan, entflohen worden, und ob er nicht kann oder nicht will einige Korrektionen in seine Schöpfung einzuziehen, da den meisten Menschen dieser Welt der Sachverhalt überhaupt nicht gefällt. Wenn Menschen versuchen, alles Unglück dieser Welt als Absichten seiner zu verstehen, und fortsetzen ihn weiter als gnädigen, wohlmeinenden, barmherzigen, großzügigen, gütigen, zu betrachten, dann fallen sie in noch tiefere Dummheiten, versuchend den Sinn des menschlichen Unheils zu erklären. Wer genau wissen will, was alles um den Schöpfer gesagt und gedacht worden ist, hat heute viele Medien zur Verfügung. Was mich betrifft, ist dies: Reuenergie wird Rohstoffe. Rohstoffe organisieren sich als Natur. Natur ermöglicht das Leben. Leben formiert leistungsfähiges Gehirn. Leistungsfähiges Gehirn produziert Portionen der Energie mit Identität und erhebt den Menschen auf vierte Ebene des Bewusstseins, was letztendlich Selbstbewusstsein der rohen Energie, durch Selbsterkennung, ist. Und da schließt sich der Kreis. Das Spiel endet, dann, wann es endet. Das Spiel in jeder Zelle des Kosmos, Galaxie.